Ja, guten Abend. Herzlich willkommen zum Schlaflicht auf die vor wenigen Monaten neu veröffentlichte und vollständig überarbeitete Tuberkuloseleitlinie. Mein Name ist Regina Hanke und ich bin Mitgründerin von Laila. Ich freue mich hier besonders, den federführenden Autor Professor Dr. Tom Scharberg und als Mitautoren Dr. Britt Hecker und Dr. Ralf Otto Knapp begrüßen zu dürfen. Das wissenschaftliche, fachliche Gespräch wird geführt von Dr. Thomas Köhnlein, Mitglied unseres wissenschaftlichen Beirats. Wir freuen uns sehr jetzt auf eine lebhafte Diskussion und auf viele neue Einsichten rund um das Thema der Tuberkulose. Sollten Sie Fragen haben oder Anmerkungen, schreiben Sie die bitte in die jeweiligen Kommentarfunktionen. Sie werden dann in die Gruppe reingereicht und im Anschluss der Diskussion beantwortet. Um kein weiteres Schlaglicht zu verpassen, können Sie sich auf der Webseite laila.de gerne für den Newsletter anmelden. So, ich freue mich auf eine lebhafte Diskussion und übergebe das Wort an Dr. Thomas Köhnlein. Ja, vielen Dank für die Einführung. Erstmal herzlich willkommen an das Autorenteam der Leitlinie Tuberkulose. Sprecher ist Professor Scharberg, Frau Hecker, Herr Otto Knapp. Um einzusteigen, erstmal vielen Dank für die Leitlinie. Aber ich frage mal vorneweg, Leitlinien werden im Ehrenamt erstellt. Herr Scharberg, das kostet viel Zeit, das kostet viel Kraft. Der Aufwand ist enorm, sowohl inhaltlich, fachlich als auch logistisch. Deswegen, was ist denn der Grund? Was treibt Sie an, die Leitlinie zu schreiben? Bei mir ist das relativ einfach, Herr Köhnlein. Ich bin 2020 in Ruhestand gegangen und der Vorstand der DGP war der Meinung, dass er mich beschäftigen könnte. Nein, kurzer Rede, langer Sinn. Es ist die vierte Leitlinie für Tuberkulose, die ich zu verantworten habe, mit zu verantworten habe. Und die Dringlichkeit wird ja immer höher. Die Tuberkulose ist eine sehr seltene Erkrankung geworden. Wir hatten 2020, glaube ich, 3.896 Fälle noch. Damit ist natürlich auch die Awareness für die Tuberkulose gering. Damit sind die Erfahrungen gering. Damit ist die Möglichkeit, Ausbildung sinnvoll zu generieren, auch sehr eingeschränkt geworden. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich immer noch viele Anlaufstellen für Tuberkulose-Patienten. Wenn wir allein das große Fachgebiet der Pneumologie mit den pneumologischen Kliniken und mit dem großen Netz der niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen anschauen. Und wenn man wenig damit zu tun hat, weil einfach die Inzidenz so niedrig ist, dann verliert sich natürlich etwas die Erfahrung und die Routine. Und daher ist es gut, eine aktuelle Leitlinie zur Hand zu haben, wo man das dann alles nochmal nachlesen kann. Nebenbei gesagt, war der Schmerz auch nicht so groß. Insbesondere mit Frau Hecker und mit Herrn Otto Knapp hat es sehr viel Spaß gemacht, das zu machen. Sehr gut. Seit ein paar Monaten ist die Leitlinie publiziert. Und interessanterweise, diese Leitlinie ist die allererste deutsche wissenschaftliche Leitlinie, die nicht primär über die klassischen Medien, die Fachzeitschriften oder die AWMF, auf deren Website publiziert worden ist, sondern in der App, in Laila, Leitlinien-App, die ja inzwischen eine ganze Reihe von Leitlinien, pneumologische, nicht-pneumologische, umfasst. Und Laila war am schnellsten. Und jetzt sehen wir, dass innerhalb kürzester Zeit die Zugriffe innerhalb dieser App auf den Inhalt Tuberkulose innerhalb kürzester Zeit rasant nach oben gegangen sind. Also im Vergleich zum Interesse an anderen Leitlinien ist die Tuberkulose sehr, sehr interessant geworden. Können Sie sich das erklären? Dass ja doch für 3.896 Patienten, sagten Sie, auf einmal mehr als diese Zahl an Klicks und an Interesse an der Leitlinie gibt. Ja, das ist sicherlich nicht ganz einfach zu erklären, aber es ist ein bekanntes Phänomen. Die ersten drei Versionen dieser Leitlinie, die letzte von 2017, ungefähr mit dem gleichen Team, die die jetzige Leitlinie zu verantworten hat, war auch die meist angewählte Seite beim Thieme Verlag. Also okay. Wenn man da alle Artikel, alle CMEs, alle Leitlinien, die ja in der Pneumologie alle auch für unser Fachgebiet erscheinen, angeguckt hat, dann war das immer Tuberkulose, dann kam Kindertuberkulose und an dritter Stelle nicht Tuberkulose, Mykobakterien. Es ist irgendwie ein Rückgrat, eine Kernkompetenz, die von Pneumologen, was die TB angeht, verlangt wird. Und deswegen ist wahrscheinlich auch das Bedürfnis groß, sich da irgendwie auf dem Laufenden zu halten.
Aber ansonsten kann ich mir die hohe Publizität auch nicht so hundertprozentig erklären, außer dass wir offenbar einen sehr treuen Gefolgsstamm haben. Gut, aber jetzt fokussiert auf die Inhalte. Was gibt's Neues? Was würden Sie sagen, ist na doch deutlich anders gegenüber der 2017er Version? Ja, also zunächst mal muss man sagen, Sie können auch mit der ersten Form der Leitlinie, die war 17 Seiten lang, Tuberkulose behandeln, MDR-Tuberkulose vielleicht nicht so ganz komplett. Und Sie können es mit der neuen Version, die hat jetzt 100 Druckseiten, natürlich auch, vielleicht sogar etwas besser. Was ist neu? Neu ist zunächst die Methodik. Wir haben diesmal uns an die aktualisierten Richtlinien der AWMF gehalten und in strukturierter Konsensfindung insgesamt 109 Empfehlungen formuliert, die in der Leitlinie dann aufgeführt sind. Und dazu gibt es immer Begründungstexte. Diese Struktur war dann wahrscheinlich auch für Laila interessant, weil man das natürlich ganz gut in einer App darstellen kann. Ein rein textbezogenes Dokument ist da sicherlich schwierig. Ich will ein paar Dinge nennen, die inhaltlich jetzt neben der Methode neu sind, aber am Anfang vielleicht doch noch einen kleinen Haken schlagen in die Methodik. Wir haben immer bei den Leitlinien eine Vielzahl von anderen Fachgesellschaften, Neurologen, HNO-Ärzte, Augenärzte etc. mit einbezogen, aber in den vorhergehenden Jahren war es eigentlich immer so, dass man ein freundliches Plazett kriegte von irgendeinem Vorstandsmitglied, aber gelesen hat, ich sage das mal so etwas salopp, das wahrscheinlich keiner. Das war diesmal ganz anders. Die Fachgesellschaft, die sind dann im Einzelnen aufgeführt in der Leitlinie, haben sich mit großer Energie da reingekniet und haben auch tatsächlich die Leitlinie enorm bereichert durch ihr spezifisches Fachwissen, was ja nun häufig auch einer sehr raschen Aktualisierung unterliegt, wenn Sie mal so an die Frage denken, der Immunsuppression durch TNF-Alpha, Antikörper oder andere Biologika. Also das ist schon mal vom methodischen Teil etwas ganz Neues und sehr Sinnvolles. Ansonsten kann man kurz sagen, natürlich ist die Standardtherapie der Tuberkulose unverändert. Wir haben uns auch nicht darauf eingelassen, die von der WHO als gleichwertig empfohlene Kurzzeittherapie mit 4 Monaten zu empfehlen, weil das Core-Medikament sozusagen dieses 4-Monats-Regimes Rifapentin in Deutschland und ich glaube überhaupt in Europa nicht erhältlich ist. Und weil auch wir die Gabe von Moxifloxacin über 4 Monate kritisch sehen. Nichtsdestotrotz, da können wir vielleicht am Ende nochmal drauf zurückkommen, geht der Trend natürlich in Richtung Therapieverkürzung. Verkürzung. Bei uns sind wir nach wie vor bei der Standardtherapie der 6 Monate. Im Hinblick auf die Diagnostik ist neu, dass wir eine höhere Aggressivität empfehlen, also nicht nur Sputumbecher hinstellen und wenn da nichts drin ist, sagen, schade, dann können wir da nicht weiterkommen, sondern dann das ganze Repertoire der endoskopischen Diagnostik, der EBUS-Diagnostik, alles, was wir so zur Verfügung haben bei thorakalen Tuberkulosen, natürlich auch die chirurgischen Dinge, die dabei in Frage kommen. Und das ist auch nicht neu, aber nochmal stark betont worden, die Molekularbiologie spielt in der Diagnostik der Tuberkulose eine zunehmende Rolle. Das geht ja hin bis zur Sequenzierung des gesamten Erbgutes des entsprechenden Stammes, der dort identifiziert wird. Molekularbiologische Untersuchungen, jetzt nicht unbedingt die Sequenzierung, aber einfacher Natur, also PCR-Untersuchungen mit standardisierten Systemen, müssen jetzt bei jeder Diagnostik und jeder Mikroskopie gleichzeitig auch initiiert werden. Wir kriegen da sehr rasche Antworten über wichtige Resistenzfragen. Und wenn ich dann so nachdenke, würde ich von meiner Seite noch sagen, was auch neu ist bei der latenten tuberkulösen Infektion, wenn man die dann behandeln will, haben wir für die Prävention jetzt eindeutig den Fokus auf die Kurzzeittherapien gelegt, also 3 Monate mit Isoniazid und Rifampicin oder 4 Monate mit Rifampicin statt 9 Monate mit Isoniazid. Das wäre so von meiner Seite das, was sozusagen zur Standardtherapie gehört. Und dann gibt es aber noch 2 Aspekte, die ebenfalls viele Neuigkeiten enthalten. Das eine ist ein Kapitel, das beschäftigt sich mit Versorgungsaspekten der Tuberkulose. Und da würde ich gleich
vielleicht Frau Hecker bitten, noch einmal Stellung zuzunehmen. Und dann ist natürlich, das ist allen geläufig, die sich mit Tuberkulose beschäftigen, auch wenn multiresistente Tuberkulose in Deutschland ein seltenes Phänomen ist, das etwas, was die Szene am Kochen hält. Und da passiert sehr viel, da sind die Entwicklungen sehr schnelllebig, was jetzt auch die Verkürzung der Therapiedauer angeht, die Einführung neuer Medikamente. Dazu kann dann vielleicht als Spezialist der Otto Knapp noch mal etwas sagen. Aber vielleicht mögen Sie, Frau Hecker, zunächst ein paar Worte zu den Versorgungsaspekten sagen, weil das hatten wir in der alten Leitlinie nicht mehr drin. Ja, vielen Dank. Ja, das Kapitel beschäftigt sich mit einem Thema, wozu es leider nicht ganz so viel Evidenz gibt. Einmal beschäftigt gibt es den Aspekt, der viel um Finanzierungsfragen und zusätzliche Möglichkeiten der Finanzierung der Tuberkulose mit berücksichtigt. Nicht alle Fragen sind in Deutschland geklärt. Deswegen bleiben Reste von Rückfragen übrig, die niemand beantworten kann, weil sie einfach nicht endgültig gesetzlich geklärt sind. Aber wir haben sehr versucht, diesen Aspekt zu berücksichtigen, einfach weil der zunehmende Finanzierungsdruck einfach auch bei uns angekommen ist und einfach das Bedürfnis und viele, viele Fragen dazu immer wieder auftauchen. Der zweite Punkt beschäftigt sich mit den infektionsschutzrechtlichen Grundlagen der Tuberkulose. Tuberkulose ist ja eine meldepflichtige Erkrankung, auch weiterhin, aber auch in welchem Rahmen bestimmte Meldungen an das Gesundheitsamt durchgeführt werden müssen, wie die Isolierungsmaßnahmen auszusehen haben und in welcher Absprache diese erfolgen sollen. Der zweite Aspekt dieses Versorgungskapitels beschäftigt sich mit diesem Oberbegriff der patientenzentrierten Versorgung. Die Patienten haben häufig einen Migrationshintergrund. Ungefähr 3/4 der Patienten in Deutschland, aber auch in anderen Niedriginzidenzländern, kommen eben aus anderen Ländern, sodass auch die Aspekte von aufenthaltsrechtlichen Fragen, aber auch kulturellen Hintergründen mit berücksichtigt werden sollen und das relevant ist für die Therapieadhärenz der Patienten. Da haben wir viele, viele Tipps versucht unterzubringen, die für den praktischen Aspekt der Versorgung relevant sind. Und ein weiterer Aspekt beschäftigt sich mit sehr speziellen Themen, wann zum Beispiel eine chirurgische Therapie in Frage kommt und auch wann die Nachsorge oder beziehungsweise die Kontrolle von persistierenden Symptomen nach Abschluss einer Therapie relevant ist. Also dieses Schlagwort der Lungenfolgeerkrankung nach einer Tuberkulose. Auch da haben wir einfach mehr Fokus drauf gelegt, weil einfach das lange Zeit nicht berücksichtigt wurde, dass eine Tuberkulose zwar geheilt sein kann, aber ein Patient durchaus einfach noch Folgeschäden haben kann und wie man das am besten untersucht und bei welchen Patienten man da ein Augenmerk drauf haben sollte. Auch da sind wir drauf eingegangen. Ich denke, damit habe ich die... Ganz, ganz wichtig, ja. Ganz wichtiges Kapitel, ich glaube, ganz, ganz wichtige Ergänzung. Und so vielleicht ein kleiner Hinweis, das ist so ein technischer Hinweis. Also die Laila-App, das ist kein Datenstaubsauger. Die weiß fast nichts draußen von ihren Nutzern. Aber wir können unterscheiden, ob die App auf ein Smartphone geladen wird oder auf ein Desktop-PC. Und interessanterweise wird die Tuberkulose-Leitlinie gehäuft auf Desktop-PCs geladen. Und das stellen wir uns so vor in unserer Fantasie, ob es stimmt, wissen wir nicht, dass es eben auch bei Behörden, bei Gesundheitsämtern, sage ich mal, bei Berufsgruppen, die mehr schreibtischgebunden sind im Vergleich zu einem Assistenzarzt irgendwo auf einer Station, dass da wirklich die App und damit eben auch die Leitlinieninhalte vermehrt genutzt werden. Das unterstreicht die Wichtigkeit von Ihrem Kapitel, Frau Hecker. Das sehen wir auch so und es freut mich auch zu hören. Ich glaube, das war unser Ansatz zu sagen, wir möchten auch von nicht nur rein pneumologisch oder internistisch, infektiologisch die Tuberkulose betrachten, sondern einfach auch den Patienten ganzheitlich darstellen und auch für andere Gruppen mit öffnen, einfach weil es eine interdisziplinäre Versorgung der Patienten häufig erfordert. Unbedingt. Das ist so. Ja, unbedingt. Ja, und wenn ich da auch noch was zu sagen darf, das kann ich ja nun auch aus meiner aktiven Zeit gut erinnern. Wir haben ja immer wieder große Migrationswellen, die nach Deutschland hineinströmen. Und da ergeben sich natürlich unendlich viele aufenthaltsrechtliche Probleme auch. Ja. Und auch das ist jetzt sozusagen in der Leitlinie ganz gut dargestellt, wie man sich da durch den Behördendschungel sozusagen hindurch kämpfen kann. Würden Sie sagen, dass allein durch die Migrationsbewegungen und einfach die Inzidenzen in verschiedenen Ethnien es auch für die deutsche Ärzteschaft, sage ich mal, immer wieder
der Fingerzeig Richtung Tuberkulose geht, also dass sich die Awareness für deutsche Ärzte immer wieder erneuert Richtung Tuberkulose im Kontext mit Migrationsbewegungen und die dortigen Inzidenzen der Tuberkulose. Ja, also Tuberkulose ist natürlich kein hausgemachtes urdeutsches Problem. Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, die letzten Inzidenzen für 2020 in der Population mit deutscher Staatsangehörigkeit lag bei 1,6 und der mit ausländischer Staatsangehörigkeit bei ca. 25. Da sehen Sie den gewaltigen Unterschied. Und ich glaube schon, dass es in einige Regionen der Ärzteschaft gedrungen ist, dass bestimmte Populationen eben aus Ländern kommen, wo es sehr hohe Tuberkulose-Inzidenzen gibt und wo es auch hohe Reaktivierungen gibt von Menschen, die dann aus diesen Regionen der Welt fliehen müssen und zu uns kommen. Das ist sicherlich aktuell auch mit der Ukraine so. Das würde ich schon denken. Aber ich glaube, dieses Gap, was Sie beschrieben haben, so wenig Patienten, so viele Zugriffe, so hohes Interesse, das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir jetzt über 20% extra thorakale Tuberkulosen haben. Und damit sind ja sozusagen von den Haarspitzen bis zu den kleinen Zehen alle Fachbereiche der Medizin plötzlich mit diesen Fragestellungen involviert. Ich kann mir lebhaft vorstellen, dass ein Gastroenterologe, der eine Karzinomatose des Peritoneums diagnostiziert hat und dann als Antwort von der Pathologie epithelioidzellige Granulome mit Verkäsung kriegt, irgendwas tut und tun muss, wenn er keinen Pneumologen im Haus hat. Also Das spielt sicher auch eine Rolle. Was? Wir wollten noch einmal... Ja. Entschuldigung, wir wollten noch einmal Herrn Otto Knapp bitten, was zur MDR-TB zu sagen, weil da gibt es nun auch in der Tat eine Fülle von Neuigkeiten. Ja, gerne. Es handelt sich in Deutschland da nur um eine kleine Anzahl von Patienten, weniger 100. Aber gerade die Ukraine, der Ukraine-Krieg, den Sie gerade erwähnt haben, dadurch erwarten wir tatsächlich, dass die Zahlen sich verdoppeln bis verdreifachen könnten. Von daher ist das Kapitel sicher wichtig und erfreulicherweise gab es im Bereich der Medikamentenresistenzen und der neuen Therapien viele neue Studien in letzter Zeit und auch viele neue internationale Empfehlungen quasi im jährlichen Takt. Und wir sind da kaum mit dahergekommen. Mit Schluss dieser Leitlinie sind wir eigentlich schon fast nicht mehr aktuell, sodass wir wahrscheinlich nachbessern müssen. Aber wir haben in Deutschland alle Möglichkeiten zur Diagnostik. Das ist eigentlich das Positive. Wir haben das Forschungszentrum Borstel mit dem Nationalen Referenzzentrum. Da kann man alle Erregerstämme sequenzieren und insbesondere für die MDR-Tuberkulose, für die resistenten Stämme, also wenn Sie eine Rifampicin-Resistenz entdecken, muss der Stamm unbedingt sequenziert werden, dass wir alle Informationen haben, um aufgrund dieser Informationen dann die Therapie zusammenstellen zu können. Das ist sozusagen das Konzept für Deutschland, das hier eben durch die gute Diagnostik auch möglich ist. Die Therapie wird daran ausgerichtet, sollte 18 Monate in der Regel erfolgen. Das ist nach internationalen Maßstäben relativ lang. Die WHO empfiehlt vorrangig sozusagen eine Fixkombination anzuwenden mit einem Potpourri an Medikamenten. Auch da sind auch neue dabei und Bedaquilin zum Beispiel, ein Medikament, das gute Wirksamkeit bewiesen hat. Und diese Fixkombination können wir in Deutschland einfach nicht vorrangig einsetzen, weil unsere Patienten kommen hauptsächlich aus Osteuropa und haben dort, das ist regional bedingt, sehr viele zusätzliche Medikamentenresistenzen, sodass die höchstwahrscheinlich diese Medikamente, die in der Fixkombination vorkommen, schon mal gesehen haben oder Resistenzen haben. Und deswegen können wir das in Deutschland nicht vorrangig empfehlen. Kleiner 10% kommen dafür in Frage. Und wenn man eine reine MDR-Tuberkulose ohne zusätzliche Resistenzen hat, dann kann man das durchaus in Erwägung ziehen. Dann gibt es neue Kombinationen über 6 bis 9 Monate. Das sogenannte BEPAL-Regime mit Moxifloxacin, auch BEPALM genannt. Das wird jetzt gerade auf der Union-Konferenz heiß diskutiert. Da ist ein Bestandteil drin, das Pretomanid. Das wird von der TB Alliance hergestellt oder sozusagen in Studien erprobt. Das gibt es in Deutschland leider noch nicht verfügbar, so dass wir es in der jetzigen Leitlinie, diese Kurzzeittherapie, noch nicht mit einfließen lassen haben.
Mittlerweile ist es aber in Europa zugelassen. Die Verfügbarkeit ist eben noch nicht so einfach, aber wir werden uns mit dem Thema auf jeden Fall beschäftigen und da wahrscheinlich die erste Aktualisierung der Leitlinie rausschicken. Ansonsten muss man sagen, die Resistenztestung für Prätomanid ist leider auch noch in den Kinderschuhen. Und wie wir es beim Bedaquilin gesehen haben, so ein Medikament kann sehr schnell hohe Resistenzraten entwickeln. Daher ist sicher da parallel auch gefragt, dass die Resistenztestung entwickelt wird. Und abschließend, glaube ich, eine Neuerung, die noch erwähnenswert ist, ist, wir haben uns entschlossen, aufgrund der Komplexität des Themas und der schnellen Aktualisierung, dass für Deutschland eine Zentralisierung der Versorgung von MDR-Patienten auch sinnvoll ist, dieser kleinen, aber sehr schwer zu behandelnden, vulnerablen Patientengruppe, sodass wir eine Leitlinienempfehlung eigentlich mit gutem Konsens gemacht haben, dass zumindest die Einleitung der Therapie in Zentren erfolgen soll, besser auch die Fortführung der Therapie. Das Ganze kann aber auch in Kooperation mit diesen Zentren erfolgen. Sowas kann man heutzutage über Telemedizin gut realisieren, dass man vierwöchentliches Feedback hat. Und das ist sicher eine neue Empfehlung, die erstmal noch implementiert werden muss, also wo wir schauen müssen, wie das umsetzbar ist. Ich erlaube mir noch eine Ergänzung, die vielleicht Herrn Kühnlein und seine Kolleginnen und Kollegen interessiert. Die aufwendige molekularbiologische Diagnostik, auch die Sequenzierung im Forschungszentrum Borstel im Nationalen Referenzlabor, ist nicht kostenpflichtig. Das kriegen Sie im Rahmen eines Forschungsprojektes durch das FZB und durch das RKI sozusagen umsonst geliefert. Sie müssen also nicht Angst haben, dass Sie da tausende Euro bezahlen für eine sehr aufwendige Ganzgenomanalyse, sondern das ist ein Forschungsprojekt und wird von den Kosten getragen. Das hätte mich jetzt sozusagen aus Sicht des selbstständigen Pneumologen oder der Niederlassung gar nicht als erstes gefragt, sondern ist es vielleicht so mit der zunehmenden Komplexität, insbesondere im Resistenzbereich, mit den Begleiterkrankungen, mit auch anderen, sage ich mal, Kommunikationsbarrieren, entwickelt sich das Krankheitsbild Tuberkulose zu einem, das doch eher an spezialisierte Zentren geht. Ich meine jetzt nicht nur monozentrisch für die Extensive-Resistenzen, aber geht der komplexe Tuberkulose-Patient zunehmend doch an, sage ich mal, Unikliniken, große städtische Häuser, Zentren, entwickelt sich hier die Tuberkulose zu einer Expertenkrankheit? Also ich sage das jetzt mal etwas frech, bei Unikliniken würde ich ja eher warnen, weil da sozusagen nicht in der Kontinuität eine lange Beschäftigung mit einem so seltenen Krankheitsbild stattfindet, wobei ich selbstverständlich weiß, dass es an vielen Unikliniken, nicht an allen, sehr tüchtige Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich auch mit Tuberkulose auskennen, aber eben nicht überall. Das ist schon ein Unterschied. Ja, die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Ich denke, es hat im Wesentlichen mit dem, was ich schon mehrfach gesagt habe, zu tun. Es geht Erfahrung verloren und es geht auch Ausbildungskapazität verloren. In einer pneumologischen Klinik hatten Sie früher 50, 100, 200 TB-Patienten im Jahr. Da konnten Sie wunderbar ausbilden und alle Wechselfälle des Lebens kamen da auch dann vor und dann hatte man persönliche Erfahrung damit. Heute haben viele pneumologische Kliniken 10, 15 Patienten im Jahr, das ist natürlich schon mal deutlich ausgedünnt. Und wenn dann sozusagen schleichend dieser Wissensverlust stattfindet, dann steht am Ende natürlich, wo finde ich jetzt noch volle Kompetenz? Nur mit dem Papier kann man das nicht regeln. Und insofern wird die Bedeutung der Zentren, glaube ich, zunehmen. Wobei in der deutschen Struktur das ja eine Frage nach wie vor der Pneumologie bleibt und nicht der Infektiologie, weil die Pneumologie halt immer noch diese Kernkompetenz vorhält. Aber es ist nicht nur bei den MDR-Patienten, sondern bei allem, was von der ganz banalen, einfachen Regeln abweicht, sicherlich sinnvoll, mit Menschen zu sprechen, die viel Tuberkulose in ihrem Leben gesehen haben. Natürlich können Sie eine, sage ich mal, 20-jährige junge Frau aus Somalia mit einer medikamentensensiblen Tuberkulose überall behandeln. Die können Sie auch ambulant behandeln, wenn Sie das möchten und wenn Sie für die entsprechenden Isolationsmaßnahmen sorgen können. Das geht, aber bei der 80-jährigen Frau mit Milliardtuberkulose
Und Diabetes wird es sicherlich schon etwas anders zu sehen sein. Also ein Trend geht dahin, aber das ist ein zweischneidiges Schwert. Denn wenn wir mehr und mehr Patienten an wenige Zentren schicken, dann geht natürlich in der Peripherie das Wissen und die Erfahrung komplett verloren. Ich glaube, wir haben in Deutschland eigentlich eine ganz gute Struktur. Das sind die pneumologischen Kliniken und die pneumologischen Praxen, die einen Teil nach wie vor gut managen können. Gut, sehr gut, sehr gut. Nur ist es oft draußen so, und das halte ich für ein echtes realistisches Problem, die Probengewinnung geht noch ganz gut. Aber wir wissen, dass diese, weiß ich nicht, wie viele tausend niedergelassenen Praxen, vor allem Pneumologen, aber auch andere, einen weiten Weg zu ihren Laboren haben. Die Leitlinie sagt wunderbare Passagen zur Präanalytik, wie das alles zu berücksichtigen ist. Aber auf dem Weg ins Labor habe ich immer die größten Bedenken, geht die Hälfte verloren. Bei Tuberkulose vielleicht noch weniger als bei anderen Erregern. Aber glauben Sie, dass uns auch ein ganzer Teil von frühzeitig erkannten Fällen durch die Lappen geht, weil einfach, sage ich mal, zwischen Probengewinnung und Laborauswertung in Deutschland immer noch ein zu großer Zeitspanne herrscht? Ja, also das glaube ich eigentlich nicht so richtig oder befürchte ich nicht so richtig, und zwar aus folgendem Grunde. Den Verdacht auf Tuberkulose und äußert ja in der Regel nur eine Kollegin oder ein Kollege, der sich ein bisschen damit auskennt. So, dann ist eine schwere Hürde in der Präanalytik, dass der richtige Zettel ausgefüllt wird. Das muss natürlich gewährleistet sein und dieses Material nicht ins allgemeine bakteriologische Labor geht, sondern es draufsteht, wir suchen nach Mykobakterien. Das Material selber hat eine hohe Tenazität. Das ist ziemlich durabel. Wenn Sie es dann noch sozusagen, Sie können das auch über Nacht sogar noch in den Kühlschrank stellen und noch weiter verarbeiten. Das ist ein großer Unterschied zu Pneumokokken, zu Haemophilus, zu Staphylokokken oder anderen Dingen mehr, wo sie da sehr gefährdet sind, wo Überwucherung Ihnen das Ergebnis verschlechtern kann. Und dann muss man sagen, gibt es natürlich bei der TB einmal die Mikroskopie, aber dann die Anlage der Kultur, und da erfolgt ja vorher eine Dekontamination. Das heißt, alles, was an Mundflora kam, oder an anderen parallel existierenden Infektionskeimen bakteriologischer Art, wird dann noch einmal rausgelaugt sozusagen. Also das ist eigentlich verglichen mit der üblichen Sputumdiagnostik, die wir bei einer Pneumonie bräuchten oder manchmal brauchen, ein geringeres Problem. Aber verstehe ich die Leitlinie richtig? Und Sie haben das vorhin so halb schon gesagt, wenn die Prätestwahrscheinlichkeit häufig hoch ist für einen bestimmten Fall, und die, sage ich mal, Sputumproben nicht positiv, dass ich dann doch bei einer hohen Prätestwahrscheinlichkeit und vielen Indizien, die dafür sprechen, doch eher zügig in die invasive Diagnostik gehe und dann eben Lavage-Material gewinne. Das die Leitlinie unterstützt. Ja, unbedingt. Also ich sagte, die Aggressivität der diagnostischen Empfehlungen ist stark gestiegen. Wir möchten eigentlich erreichen, dass in Deutschland kaum noch ein Mensch wegen TB behandelt wird, bei dem kein Erregernachweis erfolgt ist. Sondern da sollten jetzt alle Register gezogen werden. Davon kann es seltene Ausnahmen geben. Ein todkranker Patient mit einer Miliartuberkulose, der sozusagen kurz am Übergang in eine andere Welt ist, da müssen sie anfangen zu behandeln. Und wenn sie dann nichts haben, dann haben sie Pech gehabt. Aber das sind sicherlich die großen Ausnahmen. Die Aggressivität muss unbedingt deutlich zunehmen. Jetzt schauen Sie, wir hatten ja vor der Infektionsschutzgesetzänderung vor, was war das, 15 Jahren oder irgendwie sowas, hatten wir ja noch ungefähr in Deutschland die Hälfte bis zwei Drittel aller TB-Fälle als geschlossene Tuberkulosen ohne Erregernachweis. Das sinkt natürlich jetzt dramatisch und das ist auch gut so. Ja. Es gibt noch ein anderes Materialproblem, das geht jetzt uns als Pneumologen und auch Sie in der niedergelassenen Praxis gar nicht so an, aber das betrifft eben die größer werdende Fraktion der extratorakalen Tuberkulosen und die Tatsache, dass Chirurginnen und Chirurgen doch am liebsten alles Material, was sie in die Finger kriegen, in Formalin werfen. Und das ist ganz schlecht. Formalin-fixierte Proben sind praktisch in der Tuberkulose-Diagnostik von keiner relevanten Bedeutung mehr. Das ist etwas, was man immer wieder betonen muss, egal welcher Doktor, welche Doktorin irgendjemanden was rausschneidet und das dann untersuchen lassen möchte, unbedingt in Kochsalzlösung, aber nicht in Formalin. Gut.
Wir sind in der Zeit relativ fortgeschritten. Streifen wir noch ganz kurz die latente Tuberkulose, die latente Tuberkuloseinfektion. Das ist ja auch so ein Dauerbrenner, so ein Thema. Gibt es, sage ich mal, Kapitel dazu, die ich sehr, sehr gut finde. Ich erinnere mich dann immer, wenn man, sage ich mal, so in Krankenhäusern auf Stationen guckt, dann haben auch einmal doch erschreckend viele Mitarbeiter des Gesundheitswesens positive Hautteste oder in jüngerer Zeit, die Betriebsärzte machen sehr, sehr gern die IGRAs und auf einmal ist der positiv bei doch relativ vielen Leuten. Da steht man im Gesundheitswesen ja immer so ein bisschen vor der Schwierigkeit. Am Schluss sind die INH-Prophylaxen oder die anderen Prophylaxen, die man macht, relativ selten. Vielleicht noch dazu ein Kommentar von Ihrer Seite, Herr Scharbeck. Ja, gerne. Also wenn man, es gibt Daten aus Deutschland, die zeigen, dass bei, ich sage es jetzt mal so schön neuhochdeutsch, Healthcare Workern, also bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gesundheitswesens ungefähr 10% IGRA positiv sind in diesen Studien, die gemacht worden sind. Das kann man auch altersstratifizieren. Wenn Sie die angucken, die unter 25 sind, sind es 2%. Wenn Sie die angucken, die über 50 sind, sind es 20%. Wir haben aber zwei Dinge zu beachten. Das eine ist, und das können wir biologisch nicht erklären, dass ungefähr ein Drittel der IGRA-positiven Mitarbeiter des Gesundheitswesens, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitswesens, eine sogenannte Reversion zeigt. Wenn Sie den Test wiederholen, ist er negativ. Ist biologisch nicht verstanden, was dahinter steht. Aber was wir ganz gut wissen und insbesondere durch die Studien, die Herr Nienhaus von Hamburg aus initiiert hat und denen auch Roland Diehl beteiligt war, ist, dass das Progressionsrisiko bei Healthcare-Workern in Deutschland mit einem positiven IGRA innerhalb von 2 Jahren bei 0-1% liegt. Das ist natürlich eine sehr geringe Zahl und man kann daher nicht bei jeder Krankenschwester, jedem Pfleger, jeder Labormitarbeiterin sagen, du hast einen positiven IGRA, du musst jetzt eine präventive Therapie bekommen, sondern muss das bei dem sehr niedrigen Progressionsrisiko sehr sorgfältig individuell besprechen und abwägen. Gut, sehr gut. Ehe ich Sie ganz zum Schluss die letzte Frage stelle, wohin die Reise denn geht, kurze Rückfrage an Regina Hanke und an die Technik. Wir haben ja auch einen Chat laufen und wir haben ja hoffentlich Zuschauer. Gibt es von Seiten der Zuschauer Reaktionen, Fragen, Kommentare? Nein, im Moment gibt es keine Kommentare, keine Fragen, aber wir haben tatsächlich Zuschauer, ja. Ja, das ist gut, sehr, sehr gut. So, das, um die halbe Stunde nicht zu sehr zu überanspruchen, würde ich Sie bitten, Herr Schaber, ich ganz kurz Blick nach vorne. Was sind die kommenden Aufgabenfelder? Eine ganze Reihe haben wir schon gesagt. Wo sehen Sie die Entwicklungen der Tuberkulose, zumindest, ich sage jetzt mal, bezogen auf die High-Income-Countries oder, sage ich mal, Mitteleuropa? Ja, auf was müssen wir uns einstellen? Kommt so demnächst auf uns zu. Ja, also auf zwei Dinge müssen wir uns einstellen. Einmal wird die Tuberkulose wieder zunehmen, weil unter den Bedingungen einer Pandemie hat die Diagnostik stark gelitten und es sind viel weniger Fälle identifiziert worden weltweit und vielleicht auch in Deutschland, als es tatsächlich gibt. Ein schwerer Rückschlag für das End-TB-Programm der WHO. Die zweite Entwicklung kann ich aktuell geben. Hatte gestern Abend Kontakt zu Christoph Lange, der ist im Moment in Portugal bei einer WHO European Region Tagung. Da wurden die ersten Daten der Studie Truncate TB vorgestellt. Das ist so ein mehrstufiges Studiendesign, das sich im Wesentlichen die Engländer am Imperial College ausgedacht haben. Die haben Daten vorgestellt, Behandlung der medikamentensensiblen Tuberkulose über 2 Monate. Da geht die Reise hin. Es wird also auch bei der medikamentensensiblen Tuberkulose sicherlich in Kürze Regime geben, Verfügbarkeit der Medikamente vorausgesetzt, die deutlich kürzer sind. Man muss allerdings sagen, die hatten 87% Erfolg nur mit ihren 2 Monaten. Das ist für Deutschland natürlich überhaupt nicht akzeptabel, aber es gibt Gegenden in der Welt, da sind sie dankbar, wenn 87% der Leute gesund kriegen und 13 eben dann nochmal behandeln müssen, weil die einen Relapse haben. Aber da wird es hingehen, ob es nun 2 Monate sind oder 4, das glaube ich schon. Und es wird bei der multiresistenten Tuberkulose auch dahin gehen, dass die 18 Monate nicht mehr notwendig werden. Da gibt es dann noch so ein bisschen die kritische Frage, findet man für kurze Therapieformen
bei der multiresistenten Tuberkulose Applikationswege, die ausschließlich oral sind, weil auch das wäre in Deutschland nicht so das Problem. Aber natürlich ist es nicht schön, einen Patienten Port zu implantieren und ihm 6 Monate Amikazin zu infundieren. Das ist eine lästige Angelegenheit. Ne? Also orale Therapie bei MDR-TB, Therapieverkürzung, dramatisch und wahrscheinlich auch deutliche Therapieverkürzung, was die medikamentensensible Tuberkulose angeht. Sehr gut. Wunderbar. So, das aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Alles sehr rund. Frau Hecker, Herr Otto Knapp, ich hoffe, wir haben nichts Entscheidendes vergessen. Nein. So, dass ich mich an der Stelle von den Leitlinienautoren schon mal verabschieden möchte, von meiner Seite mit ganz, ganz herzlichem Dank fürs Machen, fürs Tun, für die Initiative, für die Zeit, für die Nerven, die so ein Projekt auf einen einfachen Antrag der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie hin hatte. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich würde gerne an der Stelle zurückgeben zu Regina Hanke in die Technik. Ja, hallo. Ich bedanke mich auch recht herzlich. Ich fand es super spannend, gerade dieses Thema keine Behandlung ohne Erregernachweis. Und hoffe auch, dass auch die Zusammenarbeit in Ordnung war bei Laila zwischen uns allen. Ich glaube, uns allen hat es Spaß gemacht. Wir fanden das total klasse und wir freuen uns auf viele weitere Leitlinien und viele weitere Insights und auch Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrem wirklich klasse Team. Dann würde ich das Ganze jetzt beenden. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, es haben einige zugeschaut. Es werden sicher noch viel mehr Leute dazukommen, die sich diesen interessanten Talk ansehen werden. Und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss. Tschüss, auf Wiedersehen. Vielen Dank. Einen schönen Abend für Sie alle. Tschüss.